Turm. Mal sehen, wie viele Levels mit Bastardwind noch kommen. So, jetzt kommt erstmal noch sowas Komisches. Da kriegt man nämlich den komischen Vogel. Und nicht den Squawks. Soviel ich weiß, heißt der Flapper oder so. Der kann nur nach unten fliegen. Und nicht böllern. Man kann ein bisschen bremsen, damit man nicht in die Wespen fliegt. Aber das ist auch schon alles. Was? Ja, wusste ich doch, dass man das Ding wieder braucht. Das Verdammte. Hä? Ach so, man muss da rein, oder was? Weil das war kein Bonuslevel. Was ist denn das hier, Verteufeltes? Verdammte Backwespen schon wieder. Hä? Was war das schon wieder? Er hat irgendwas geworfen, das er eigentlich gar nicht gehabt hat. Ich erinnere mich daran, dass ich früher, also als Kind, irgendwie Probleme mit diesem Level gehabt habe, aber jetzt scheint eigentlich alles ganz gut zu klappen. Könnte ich den Vogel jetzt sogar nochmal holen? Aber ich gehe natürlich lieber in das Bonuslevel, ist ja klar. Hier kriegt man nämlich ganz kurz den richtigen Vogel. Nur leider verliert man den hier dann wieder. Egal was man macht. Das Level muss man mit diesem Vogel hier machen. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich an den Stellen Riesenprobleme gehabt habe damals. Warum eigentlich? Oder vielleicht kommen die Stellen ja erst noch. Nee, eigentlich alles kein Problem. Ach so, jetzt fangen die Viecher natürlich an hin und her zu fliegen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt anfängt schwer zu werden. Halt, man muss da bestimmt hoch, oder? Hä? Aber wie soll man das mit so einem nutzlosen Ditti schaffen? Muss man da fliegen? Nein! Das ist gerade eben nicht passiert. Der hat sich an dem... Ich habe mich an dem blöden Honig festgehalten. Verdammt, ey. Ja, ich hab wieder den richtigen Vogel. Den sogenannten Superflügelvogel. Boah, wenn das nicht trifft, hat man es natürlich nicht gedacht. Ja, jetzt ist der Vogel einfach so weg. So, vielleicht ist das ja die schwere Stelle. Nee, irgendwie habe ich auch die auf Anhieb geschafft. Frag mich, was ich dann für Probleme gehabt habe, als ich klein war. Ich muss mit Sicherheit da hoch. Nein, da war keine DK-Münze. Wo ist denn die? Mann, dieses Level ist so endlos lang. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich schon aufnehme.
Es fliegt ja aber auch so langsam nach unten, ey. Ja, am besten einfach immer in der Mitte durch. Nein! Ständig versetze ich mich gerade so. Gucken, ob die DK-Münze im Ziel ist. Gut ist sie nicht. Ist hier noch irgendwas? Verdammt, ey. Wieso ist da keine DK-Münze? Toll. Mal sehen, wie lange ich schon aufnehme. Okay, müsste noch für ein Level reichen. Hä? Da kommt das. Oh nein, jetzt wird's nervig. Das muss man nämlich mit der Spinne machen, den Mist hier. Und ich meine, mit einer SNES-Steuerung ist die Spinne super, aber mit so einer hier nicht. Ach, ich renne dem Bastard jetzt nicht hinterher. Hier sind keine Bonus-Levels, so wie es aussieht. Aber da oben muss was sein. Nein, da wäre wahrscheinlich eins drin gewesen. Oh nein, ist es so ein schneller Bastard. Und abwerfen geht bei denen ja, glaube ich, auch nicht. Okay, testen wir das jetzt mal, ob es da irgendwo reingeht. Nicht? Hätte ich gedacht, dass es hier reingehen wird. Nee, da ist mit Sicherheit auch nichts, oder? Aber ich habe da gerade eben was gesehen. Ist hier irgendwas Sinnvolles drin? Paar Ups, toll. Gut, also hier unten ist noch was. Was ist denn das für eine Todesfalle? Da muss eigentlich irgendwas sein. Sonst wäre das nämlich nicht da. Hä? Ist es schon offen? Ach so. Weil es gar kein Bonus-Level ist, natürlich. Also muss ich gucken, dass ich irgendwie oben drüber komme. So wie im Level mit dem Rambi. Toll! Das bringt mich nur an die Stelle, die ich so schon hätte erreichen können. Irgendwie fürchte ich, dass dieses Video schon ziemlich lang ist. Aber wenn ich jetzt noch mit der Spinne rumdödeln muss, wird's noch länger. Vielleicht soll ich jetzt einfach mal auf die Bonus-Levels und so pfeifen. Drüber böllern, ist klar. Ja, ich habe auch noch einen Strich verloren, weil ich so blöd war. Nirgendwas. Ende der komischen Wespen. Das ist natürlich auch nichts. Ständig wollen die, dass man sich da so drüber ballert. Was hier ist das da? Handzeitpunkt. Ich wusste, dass da irgendwas sein muss. Das wäre das da nämlich nicht. Wir werden angegriffen. Toll! Ich habe jetzt, glaube ich, noch kein einziges Bonus-Level und keine DK-Münze.
Level ist ja endlos lang. Gut, das sind die späteren Levels ja auch. Hier muss man sich natürlich wieder rüberböllern. Ey! Hier muss was sein, eigentlich. Sonst wird da nämlich kein Pfeil hinzeigen. Ey! Ey! Das war ja gerade eben ein komischer Glitch. Da war eine ganz langsame Kanonenkugel. Die hat mich eigentlich sogar getroffen, aber das hat mir nichts gemacht. Toll. Wieder ist endlich das Ziel. Klar! Das Spiel entscheidet nach Lust und Laune, wie lange ein blödes Netz hält. Nein, ich bin da nicht daneben gesprungen. Ich bin genau drauf. Da muss man irgendwie reinkommen. Wahrscheinlich wieder mit so einem Kanonenbastard. Und da pfeife ich jetzt drauf. Ich will jetzt endlich das verdammte Ziel erreichen. Da hat man es wieder mal gesehen. Das zweite Netz, das viel kürzer da war. Ups. Das noch. Ja, das eine Netz war viel kürzer da jedenfalls als das andere. Check, check! Endlich mal wieder eine Deka-Münze, die man auch findet. Okay, hier muss unbedingt ein Cut hin, weil ich hab ziemlich überzogen. Ich habe natürlich nicht alle Bonus-Levels.